So, wunderschönen guten Tag. Heute ist Samstag, der 29.06.2024. Wir sind weiterhin auf Mallorca, sind im Hotel Marian Park. Es ist 19.20 Uhr, Deutschland spielt nachher und deswegen müssen wir uns hier mal ein bisschen sputen. Wir nehmen euch nochmal mit auf eine kleine Reise hier die Shoppingstraße herunter. Wenn man also vom Marian Park kommt und gleich links rumgeht, dann dauert das gar nicht so lange. Und dann gehen die Shopping-Geschäfte los, wo ihr alles kriegen könnt, was ihr wollt oder nicht haben wollt. Oder was man so braucht für einen Strand oder auch nicht braucht. Mitbringsel, Klamotten, Zigaretten. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier mit diesem neuen Spaziergeh-Video auf Mallorca in Sacoma. Tja, und dann wollen wir hoffen, ne, dass Deutschland nachher gewinnt. Wenn ihr das seht, wisst ihr das Ergebnis schon. Für uns steht das noch nicht fest. Hier wieder ein Tippbus. Ja, kannst du ganz easy peasy, relativ günstig, überall hinkommen. Hier sehen wir jetzt die ganzen Hotelbunker von der Rückseite. Ja, seht ihr Pro Tour Palmiras Playa. Oder da vorne Mediterraneo. Hat hier, weiß ich nicht, den halben Ort besetzt. Die Mediterraneo Hotels. Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder hinschreiben, hier angetrunken. Ich weiß. Oh. Himmel. Manche von euch wollen das ja gerne hier angetrunken Videos. Im Grunde ist das hier eigentlich immer angetrunken Edition. Weil wir haben heute eigentlich den ganzen Tag gechillt am Pool verbracht. Ab und zu mal im Pool gehüpft und eigentlich sonst die ganze Zeit lecker Cocktails getrunken. Wir haben gerade schon ein bisschen Armbrot gegessen. Ah, der fährt nach Porto Cristo hier, der Tippbus. Ja, wir sind hier sozusagen in der ersten Straßenreihe. Da unten wäre dann schon der Strand. Aua! Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, Jessie hat mir gerade irgendein Tier vom Bein weggemacht, was mich wahrscheinlich sonst aufgefressen hätte. So, hier, das hier ist, glaube ich, ein Erwachsenenhotel. Sprich, ist vollkommen ohne Kinder, wenn ihr hier kein Kindergeschrei wollt. Tja, ich kann gerade leider nicht sehen, wie das heißt und es fällt mir auch gerade nicht ein, da oben steht es. CM Hotels oder CH? Ja, heute, ihr seht es ja, das Wetter ist mega, auch wenn das heute Morgen noch sehr wolkig war. Ja, beim Joggen heute Morgen war das ja Katastrophe sozusagen. Hätte man nicht gedacht, dass das Wetter noch so schön wird, aber spätestens ab Mittag ungefähr kam die Sonne raus und seitdem ist ja praktisch keine Wolke mehr am Himmel. Gefühlt haben wir jetzt immer noch 28 Grad bestimmt. Weht ein leichtes Lüftchen, das macht das recht angenehm. So, und wie gesagt, jetzt haben wir das hier erreicht nach ein paar Schritten. Geht jetzt hier, keine Ahnung, einige hundert Meter immer an der Straße hier lang. Souvenirs Jasmin. Und dann geht es hier immer weiter. Tattoo-Studio und weiß der Geier was. Unter anderem auch meine ältere Asiatin, wo ich immer, einer hat es vielleicht in den letzten Videos gesehen, dass ich immer so Uomo-Unterhosen kaufe auf dem Markt. Und hier gibt es aber auch eine ältere Asiatin, die verkauft die Unterhosen auch. Ist total gut. Na, irgendwas Nettes gefunden? Immer.
Hier kleiner Pro-Tipp, ne, für 4,95 diese einfachen Handtücher für den Strand oder für den Pool vollkommen ausreichen. Ja, hier kannst du Fahrräder mieten. Diese Dinger hier sind eine richtige Plage. Cannabis, sowas braucht man nicht. Hätte nie legalisiert werden dürfen. Hier sind die ersten Cappies. 10 Euro will der haben. Kantiger Ford. Ja, günstiger. Besser. Ich darf hier meine Omi nicht verpassen. Ah, ich höre hier Musik, aber das macht jetzt ein paar Sekunden. La 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 la. Das war schon. Da musst du schon 20 Sekunden gehalten haben. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Wie die riechen. Schatzi macht sich die gerne in den Haar. Das ist geil, das muss es bringen. Hält es aber nicht. Na klar. Nein, es hält nicht, keine Spange damit. Es hält nicht. Hinter der Sonnenbrille? Hier riecht's nach Gulli. Guck mal her. Ja, so hätte ich doch gucken. Warte. Oh, warte, wir ziehen wieder raus. Wir ziehen wieder mal raus. Eine Stunde später. Hier kommen Treppen, ne? Müsst ihr aufpassen. Wie schön gepflegt das hier ist. Die Palmen sind gepflegt, der Rasen ist gepflegt. Emma braucht noch andere Schuhe. Guck mal, die hier. Welche? Ja, die sind ja verrückt. Oder die anderen da, die schwarzen. Voll Dings kommt voll Dings raus hier. Guck mal, Schatzi. Aber die sind, Saft raus. Die sind ja richtig. Die sind von Shakira. Shakira. Mein Gott, dann müssen die richtig gut sein. Ja, aber auch mega teuer, ne? Okay, hey, das ist mein Laden hier. Das ist mein Laden, glaube ich. Ja, siehst du. Lass da drin. Schatzi, hier müssen wir rein. Hier hängen meine Unterhosen. Oh, der Preis ist heiß. 2,95. So, hier müssen wir mal shoppen gehen. So, ich habe meine Unterhosen bekommen. Hier ist ein S-Way, da gibt es immer hochwertige Klamotten. Hochwertig. Ah, hier, hochwertige Schmuck. Ich habe mir Surprise Balls. Wir wissen noch nicht, was drin ist. Ist ja eine Überraschung, deswegen ja Surprise. Das müssen wir auch aufmachen im Video, Papa. Hier, Schatzi, guck mal in deine Farbe. Oh, nee. Oh, nee. Was kostet denn überhaupt? 20 Euro. 19,90. Die kosten nur einen Zehner. Ja, hier ist die auch. Die Armbänder. Ja, ist gar nicht so teuer. Mhm. Ja, Silber wird es nicht sein, ne? Ja. Oha, hier ist ein irischer Pub. Oh, hier hängt das Mallorca-Trikot, ja, meins. Ja, das ist schon ein bisschen neuer bestimmt. Das ist ein deutsches Trikot sogar. Ja. Aber hier ist ja alles teuer in dem Laden. Kommen wir nachher gleich mal nochmal. Die Engländer. Engländer-Pub. Magneten für einen Euro. Ja, siehst du, soll doch ausverkauft sein. Hier haben sie noch alles. Ja, so einen hat Emma doch. Ja, ich hab so einen. Von Shein. Auch mit diesem Dings da dran. Boah. Das ist bei Shein günstiger. Ja, ich habe meinen für 2 oder so. Wer setzt so einen gescheuerten Fischerhut auf? Die von den Norden.
Guck mal, Pikachu. Pikachu. Hier, die zeigt den Hitlergruß. Alter, hier geht's ja mit zur Sache. Nee, ich habe irgendwo Sonnenbrillen für 2,95 € gesehen. Nee, ich meinte wegen der Stufen. Die ist so eckig. Ach, denn hier sind wieder Stufen? Mhm. Und an jeder Ecke kannst du dir hier so eine Zapfe reinmachen lassen. Meine Nichte hat jetzt neulich erst gesagt, die hat ihren Zopf noch drinne vom letzten Jahr. Also sprich, der ist schon bald ein Jahr drinne. Jetzt scheint er raus zu sein, aber trotzdem ein Jahr ja gehalten. Und wie steht's? 2-0 für die Schweiz. Nicht dein Ernst? Doch, nee. Das ist ja geil. Du hast für die Spaghetti-Fresser getippt. Nee. Na klar. Einhorn. Ja. Nee, Schatzi. Ja. Hab ich nicht, ich hab für die Schweiz getippt. Echt jetzt? Ja. Toll. Ich hab für die Spaghetti getippt. Boah, wird ja mal teurer. Hier sind die kleinen Dinger. Oh, was habe ich gesagt? Die sind wieder in. Ich war letztes Jahr schon ganz viele kaufen. Ja, aber das sind die größeren, ne? Und was kosten die? Ich hab ja auch einen zu Hause, die ganz großen. Ja, die kosten auch 3 Euro. Mhm. Einer mit doch eine Schublade zu Hause. Ich hab noch keinen gesehen, der damit rumgeschossen hat dieses Jahr. Also, hier schießt du irgendwas hoch und das leuchtet dann, diese Scheißding hier. Und dann kommt das so runtergesegelt. Mhm. Im Dunkeln ist das ganz nett. Boah, guck mal den großen Traumfänger hier. Ja. Boah, voll die Spielhölle, ey. Die Deutschen sind da. Den Strand und die Promenade und hier kommt schon wieder der nächste Tippbus. Ich glaube, ich muss mal auf die Damen warten, die haben sich hier scheinbar schon wieder festgeguckt. Boah, Mediterraneo Club, ey, wie geil. Dann warten wir mal hin. Wir machen mal kurz Stopp. Ja. Oh, jetzt auf einmal. Das ist aber schön aufgeräumt hier. Haben sie schön aufgeräumt hier, sieht gut aus. Top gepflegt. Emma, dein Lieblingsladen kommt ja noch da hinten irgendwo. Ja, der mit dem ganzen Schmuck, du wirst ihn erkennen. Immer Müll wegschmeißen. Ja. Na hier, von wegen die angetrunkene Edition. Günstig Brause von Carrefour. Das ist die Wahrheit. Die Deutschen sind da. Was macht der hier? Massagen oder irgendwas, ne? Kopfmassage. Nägel auch noch. Ja. Die legen immer einfach nur auf. Ja, immer. Echt? Ja, so viel. Dann weißt du ja gar nicht, dass du einfach auflegst. Nein, ich lege, steht. Weil mein Akku war nicht mehr so, also 22%.
Hemd und das geht ja schnell leer. Aha. Wir telefonieren mit dieser Werbung. Und ja, dann habe ich geschrieben, mein Akku. Ja. Aha. Dann weiß ich schon, was los ist. Ja, ja. Ja, beste Freunde, ne? Oh, ich glaube, da unten kommt der Laden gleich. Ja? Ja. Oh, wie schön, dass sie gepflegt ist. Ja. Die mit den Fähnchen. Ich hoffe, der schöne Kellner, also dieser schöne Dings, ist nicht mehr da. Die Brause. Die Brause. Der Sprudel. Tja. Dabei hätte uns ja auf dem Hinflug nichts geholfen, ne? Ich sehe den gar nicht. Ha, der hat wahrscheinlich schon wieder aufgegeben. Das ist ja ein Ding. Papa, ist der nicht mehr da, oder? Nee. War er hier? Der muss hier irgendwo gewesen sein. Der mit dem ganzen Schmuck und Gedöns irgendwie. Tja, schade. Das ist ja ein Ding. Die Gürtel habe ich auch. Halten nicht ewig. Ich hatte in Canpica Fort welche gekauft. Da gab es, glaube ich, 2 für 9 oder so. Naja, ich habe sie noch, aber ne, die gehen irgendwann kaputt. Obwohl, ich habe erst einen davon benutzt. Von den 2. Häng meine Gürtel. So, da unten sehen wir sozusagen schon die Ranch, wo die Pferde gerne stehen. Wenn du rechts rumgehst, kommt dann gleich Burger King. Man kann dann auch links gehen, da kommen auch noch Geschäfte. Habt ihr ja neulich schon mal gesehen. Aber das zeigen wir demnächst auch noch mal. Das war's hier. Die Einkaufsstraße vom Hotel Marianpark aus gesehen, von Sacoma, zumindest ein Großteil davon. Demnächst machen wir noch mal mehr. Und damit sagen wir das wie immer. Wir hoffen, wir sehen euch bei einem unserer weiteren Videos wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.